French Cover High. Achso, mit dem Offscreen. Ja, dafür habe ich in den letzten Tagen war einfach bei mir zu viel los. Das ging einfach nicht. So, erstmal Musik aus, andere Musik an. So, herzlich willkommen in Bützenbach, meine Lieben. Oh, hier liegt schon wieder ein Auto brach. 32 Jahre, das ist auch noch taufrisch. Versteht das Problem nicht. Wie kommt ihr zurecht? Gar nicht. Gut, schön. Schön, schön. Ist ja immer, zumindest Herbst, ne? Haben wir da eigentlich schon was Neues gebaut? Ne, da haben wir gar nichts gebaut, ne? Doch, da haben wir da unten was Neues gebaut. Aber der ist auf jeden Fall kaputt. Hier, der ist im Eimer. Ich hoffe immer noch drauf, dass so ein genereller Patch irgendwann kommt. Weil wenn das ein Problem ist, das war ja noch nie ein Problem, dann müssen sie irgendwas im Hintergrund zerdengeln haben. Wie schaut's hier aus? Ja, ein bisschen Stahl kommt an, ne? Aber viel ist es auch nicht. Ja, die holen immer so 2-3 Tonnen ab. Das ist okay für mich. Ja, das ist okay. So. Jumsi, Umfrage. Also du willst fragen, ob wir einen Bevölkerungsexodus haben, wenn wir 11.000 unterschreiten. Das ist aber auch ein bisschen scammy, ne? Also das können wir so nicht machen. Also da musst du, also wir können auch überlegen, ob wir sagen, ja, haben wir bis zum Ende vom Stream mehr oder weniger als 11.000. Das wäre zum Beispiel so eine Umfrage, wo ich sagen würde, yo, let's go, ne? Bützenbach ist das einzige Land, was sich wahrscheinlich der Digitalisierung länger widersetzen wird als Deutschland. Und das soll etwas bedeuten. Ja, Bützenbach weiß halt einfach, dass die Zukunft eher im Faxgerät liegt, ja? Sicher ist sicher. Der hier echt an. 7 Tonnen, wie viel will denn der mitnehmen? 8 rum. Ein bisschen über 8. Ja, gut. Das ist natürlich ordentlich. Ein Wasserhügel, ein Wasserreservoir wollen die bauen. Ach, das ist hier oben. Ja, ja, die bauen jetzt die ganze Wasseranlage hier auf. Uff. Bis zum Ende, okay, bis zum Ende vom Stream unter, also alle über oder unter 10.000, okay. Warte kurz, wir können das Spiel ja mal laufen lassen. Es ist ja genug zu tun gerade. Hier gibt es ein paar Leute, die das auch zerlegen gerade. Okay, dann bereitet eure Punkte schon mal vor. Bis Ende Stream mehr oder weniger als 10.000 ein... Warte mal kurz. Mehr oder weniger als 10 Einwohner. Okay, ich mache es jetzt ganz einfach, weil ich muss ein bisschen mit den Zeichenbegrenzungen aufpassen. Also, bis zum Streamende mehr oder weniger als 10.000 Einwohner ist die Frage. 1 ist bis Ende mehr als 10.000. Bis 2, Antwort 2 ist bis Ende weniger als 10.000. Okay? Was wäre, wenn wir genau 10.000 haben? Dann warte ich die eine Sekunde noch ab, was passiert. So glatt werden wir es nicht hinbekommen, denke ich. Dafür ist die Bevölkerung auch zu groß. Ja, okay, let's go. Jumsi hat sich's gewünscht, dann let's go. Rein mit euren Punkten. Ich möchte aber jetzt auch durchaus sehen, dass hier Punkte investiert werden, ne? Also das muss jetzt auch, das muss schon ein bisschen rumpeln, was ihr da macht jetzt. Ich hoffe ja, ne? Erste Viertelmillion ist drin. 100% sagen aktuell mehr
als 10k. Wir haben so einen ganz, ganz kleinen, so einen, der mit 1000 Punkten reingeht und sagt, naja, also bis zum Streamende sind wir jetzt sind schon mehr. Okay, jetzt haben die 99% aller Punkte sagen, bis zum Ende haben wir mehr als 10k Einwohner, aktueller Stand. Die 500.000 Kanalpunkte sind aber gerade auf dem Weg, ne? Also es läuft. Aber wenn du auf bis Ende weniger als 10k tippst, dann ist die Quote 1 Zwerg-Kanalpunkt gegen 111 Kanalpunkte. Wild. Okay, unsere Polizei kümmert sich hoffentlich. Was sagt denn der Knast hier oben eigentlich? Ja, hier sind ein paar Leute entflohen die Zeit über. Das ist aber, naja, blöd gelaufen. Das Abwasser hier läuft schön butterweich durch. Das ist natürlich mal was sehr Positives. Hier liegt doch schon wieder ein Auto. 99% Abnutzung. Ich hoffe, der fährt noch mal irgendwo anders hin. Ja, da blockiert aber wenigstens nicht viel. Schaut es hier unten aus. Hier geht es mittlerweile ganz gut in der Stadt. Hier oben ein bisschen viel los, aber das kriegen die hin. Das liegt oft an denen, die halt so wirklich ganz im Eimer sind. Okay, also unser Ziel sollte sein, nach wie vor weiterhin immer schön in die Stahlproduktion reinzugehen. Hier schön die Stahlträgerlines zu machen. Ja. Zwerg, ich baue auf dich, das ist aber voll lieb von dir. Er hier fährt mit 2 Tonnen weg, auch am Wasserhügel. Die bauen alles am Wasserhügel gerade aus. Ich meine, das ist ja gut, ne? Wir brauchen das Wasser ja auch irgendwann. Wir haben ja die Planungen schon gehabt und hier sind wahnsinnig viele Wasserrohre auch schon fertig geworden. Na, also hier kann demnächst sogar mal, hier arbeiten auch schon 10 Leute, das müssen wir mal ein bisschen runter reduzieren. Wir machen mal auf 1 die ganzen Wasserbetriebe. Das war auch eigentlich der Plan schon gewesen, weil die kriegen ja auch zum Teil gar keinen Anschluss, ne? Hier kommt kein Wasser an. Ein neuer Zwerg ist in der Welt. Hey, hey, hey! Dona-85 liebt dein Stream. Dona, dankeschön. Danke für 8. Zusammen, Zwerg, hi. Zwerg, Klaff, Zwerg, Schnitzel. Schnitzel! Dankeschön für 8 Monate. Vielen, vielen Dank dir. Xyron, dir auch einen wunderhübschen guten Abend. Ja, hier oben geht halt einiges rein. Ne? Hier muss ordentlich Stahl investiert werden. Ich meine, so ein Tank kostet 10 Tonnen Stahl im Bau. Es kostet natürlich ein bisschen was. Und diese Leitungen hier, der Bau wurde unterbrochen. Das ist natürlich sehr gut, weil da fließen 39 Tonnen Stahl rein. Die müssen wir langsam andrehen dann. Würde eine Wasseraufbereitungsanlage nicht auch helfen? Ich glaube, die ist ja nicht dafür gedacht, dass du danach Wasser ins System zurückgibst, oder? Nitram? Die wasseraufbereitenden Stationen? Export? Wassertank-Export, 25 Kubik Motor. Doch, die reinigen tatsächlich durch. Import, 30 Kubikmeter Wasser mit 6 Tonnen Chemikalien. Es kommt nur gemischter Müll bei raus. Ja, okay. Kommt nur Müll raus. Also mit dem Wasser halt. Na, klar. So, mittlerweile nähern wir uns der 500.000 Kanalpunkte. 444 und dann nochmal 29.000 sind drin. Schön. Kläranlage quasi, ja. Boah, wir brauchen hier echt mehr Platz, ne? Also wir sind schon selbst in den Parkbuchten voll. Drunken Donkey, dir auch einen wunderhübschen guten Abend. Und Spielgucker, danke dir für 37 am Stuck. Spielgucker 13 liebt den Stream hart. So breit. Vielen, vielen Dank dir. Ist ja saulieb von dir. Mir zu viele Kriminelle hier oben. 18% willst du mich eigentlich komplett verarschen. Die kommen hier mit der Versorgung gut hinterher. Ja, noch, ey, wir müssen das echt in den Griff bekommen, die mit diesen ganzen Häftlingen, die fliehen, das ist einfach nicht unser Ding, ne? So, ganz kurzer Wassercheck, wie schaut's da aus? Ja, es ist das neue System, ich baue das nicht ohne Grund aus, ne? Ich meine, da kann man viel abreißen dann am Ende, hier ist ganz viel Kabelchaos und so, also das muss man dann umbauen, aber ja, das ist wichtig, das ist schon ziemlich wichtig. So, unser neuer Laden hier feuert auch rein. Hier fehlt ein bisschen Essen. Die haben das Essen schon ziemlich durchgearbeitet. Gut, dann werden wir hier Folgendes machen. Wir schalten das ab. Ich hoffe, das geht jetzt tatsächlich gleich aus. Dass die alle hier unten hingehen.
Hier warten noch ein paar Leute. Es sollte jetzt gleich auf 0 runtergehen dann. Und hier müssten die Anzahl der Käufer auf jeden Fall nach oben schießen. Die müssten natürlich auch deutlich heftiger bedient werden. Aber wir haben gerade hier so ein bisschen einen ausfahrenden Stau. Ja, wir müssen uns beeilen, Leute. Auch wenn das natürlich viel Aufwand für uns bedeuten würde. Wir reißen hier, auch wenn das super turbodämlich ist, wir reißen alles ab. Ach, weil hier ein Bus kaputt war oder was? Wir brauchen mal ganz kurz ein Päuschen, Alter. Unterbrech mal alle Ausbauten hier gerade mal eine Minute wenigstens. Also alles, was noch nicht fertig ist, wird hier einfach mal kurz unterbrochen, damit wir wenigstens ein bisschen Stahl dauerhaft in unser System kriegen. Aber ich glaube, es ist nicht mal der Stahl, der das Problem macht. Ich glaube, es ist tatsächlich was anderes, was hier problematisch ist. Das sind die langen Teile, die müssten dann... Das wird auch nur in Teilen gut funktionieren. Hier haben wir zwei Mülllaster, die zum Beispiel auch mal zu alt sind. Das ist echt ein Drama gerade. Haben wir einen Platz frei? Nee, wir können die noch nicht mal wegpacken, ne? Hier gibt's nichts zu essen. Oh, nee. Die Kneipe reißen wir auch gerade ab. Machen ja alles weg, was hier im Umkreis rumdümpelt. Weil wir brauchen den Platz gerade. Schafft der Müll bis darüber? Ja. Was ist denn gerade so extrem viel Verkehr in der Stadt? Aber hier einer kaputt war, deswegen. Ja, okay. Hier kommt ein Kühllaster mit Fleisch, der wird hier rein wollen. Das ist mit Sicherheit so. Also, sofern die jemals da durchkommen. Dankeschön, Nettledome. Vielen lieben Dank für dein Follow. Herzlich willkommen hier, hi. Na komm, fahr zu, Leute. Der Stau muss ich jetzt mal langsam echt auflösen, weil das ist gerade richtig unangenehm. Aber es bewegt sich zumindest was. Ja, und Essen kommt auch an. Ne? Essen kommt an. Es muss noch mehr Essen ankommen, aber weil das geht nämlich relativ flott weg. Ja, aber so ist okay. So ist okay. Bis hier hinten. Ich meine, der läuft ja immer butterweich, ne? Ah, hier stehen auch kaputte Autos. Oh, nee. 100% Abnutzung. Ich kann die nicht wegschicken, solange wir hier unten... Wir haben überall kaputte Autos. Überall. Gesamte Stadt.
Ne? Solange wir hier unten nicht mal ein bisschen mehr Platz in die Halde bringen, wird das nichts. Okay. Wie schaut es jetzt mittlerweile hier aus? Der Bug ist da. Die gesamte Region hier ist nicht ablieferbar. Und der ist auch ganz kaputt, ey. Aber warte mal hier. Doch, das leert sich. Irgendwie leert sich das. Hier oben nur nicht. Die Direktanschlüsse scheinen zu funktionieren. Wir produzieren Stoff. Okay. Lützenbach-Stofflinie. Da braucht man, müssen wir umbauen. Okay, einer muss auf die Bützenbach-Stofflinie. Haben wir noch einen Bus, einen guten? Also einen guten? Ja, let's go. Hat er noch ein bisschen? 61% easy. Die Verkehrsdichte erinnert mich an New York, Manhattan Island. Ja, vielleicht. Ich hoffe immer noch, dass das in 42.000 Arbeitstagen ein bisschen besser wird. Um genau zu sein. So, jetzt, Leute. Traut euch mal was. Ihr müsst nur Gas geben. Die bremsen schon. Vertraut mir. Ja, fast wie neu. Ja. So, da kommt der nächste. Was bringt der? Bisschen Essen. 5 Tonnen. Kein Problem. Ist eh gleich wieder weg. Die Bützenbacher hauen da gewaltig rein, ne? Aber die kriegen gut angeliefert, ne? Also das läuft. Wenn da kein Stau ist, kriegen wir das hin. Zumindest jetzt so lange, wie das braucht, um das alles abzureißen, was wir hier haben. Ich reiß hier alles ab. Ich will, außer die Fußgängergeschichten, das kann ruhig bleiben. Wobei, auch da überlege ich mir, ob ich das ganze Setup hier noch nicht mal neu mache. Aber jetzt für den Moment stört das mich gerade im Moment noch nicht. Mal gucken, wie es in einer Viertelstunde ist. Denkt immer dran, sagt mir bitte Bescheid, wenn ihr merkt, dass die Bevölkerung stark abfällt. Aus irgendeinem Grund, ne? Wenn die plötzlich von heute auf morgen jetzt sagen, oh, kein Bock mehr, tschüss. Ja, dann muss ich das ganz gerne wissen. Ja, weil das für mich doch schon eine sehr wichtige Info ist. So, hier haben wir ein bisschen Metallschrott. Hier wird auch verarbeitet, ne? 13 Tonnen Anwesen und da. Hier geht was in eine Feuerwache, da wird irgendwas saniert, glaube ich. Ein bisschen was ist da. Gucken wir mal, wer kommt hier alles. Oh, da kommen einige. Marinesoldat, wunderhübschen guten Abend. Hi, grüß dich. Na, alles gut? Schauen wir mal unser Geld an. Geld 1 Million letzten Monat verdient. Das ist solide. Das ist eine grundsolide Einstellung hier. Kurzer Ölcheck. Da arbeitet niemand. Das ist unangenehm. Und Öl haben wir auch grundsätzlich keins. Aber da kommen Leute. Guck mal. Da kommen Leute an. Wie viele sind's? 21. Na, wenn da nicht das Öl blubbert, dann weiß ich halt auch nicht, ne? Ja, sind aber wahnsinnig viele hier reingegangen. Da müssen wir ein bisschen begrenzen. Ich hoffe, da kommen jetzt künftig nochmal ein Bus, ja? Er hier, 17. Geil. Wird schon? Das wird schon. Okay, die haben ein bisschen mehr Kriminalität zu bearbeiten. Holy moly, Alter. Ja, das müssen wir auch mal in den Griff bekommen. Das knickt bestimmt, oder? Minus 1,9 Zufriedenheit, weil die Kriminalität so heavy ist. Alles super und Respekt, wie weit du es schon geschafft hast, ey. Ich versuche da nicht drüber nachzudenken, ne? Ich versuche das jetzt einfach irgendwie hinzudeichseln, dass wir halt irgendwie das... Irgendwie muss es schaffen. Ne? Das ist nicht mal gut. Es muss halt einfach nur ein bisschen funktionieren. Das ist die einzige Prämisse, die ich habe. Ein bisschen funktionieren ist okay. Gut ist Bonus. So, Leute, und jetzt das Ding hier. Das ist schade, dass man keine Spuren vergeben kann. Dass man nicht sagen kann, der fährt ausschließlich auf die Spur raus. Und der muss dann hier zum Beispiel auf die Spur wechseln irgendwie. Oder keine Ahnung. Dass man das ein bisschen sagen kann. Da sind immer auch schon ein paar Leute auf der Baustelle. Das ist schon ganz gut, okay.
So, wo ist jetzt euer Problem gerade? Ihr fahrt hier unten einfach nicht. Kein Bock. Ja gut, das ist schade. Hier kommt auch viel Stahl an. 17 Tonnen irgendwie. Na gut. Wie schaut es hier unten aus? Essen ist schon wieder alle, ne? Da ist natürlich der Stau natürlich nicht unbedingt gerade förderlich für unsere Nachschublieferungen. Die bestimmt ja auch gleich da sein sollten. Boah, wir haben so viele kaputte Autos, ey. Es fehlt durchgehend an Stahl, ne? Also die Pausierungsgeschichte, das ist schon eine gute Sache. Das pausieren wir auch, das Geothermalkraftwerk. Das würde zwar sehr, sehr viel Energie bringen, aber ich sehe 92 Tonnen Stahl hier einfach auf dieser Baustelle noch nicht. Ja, dass die auf zwei Spuren hier rausfahren, würden wir auch irgendwie nice, ne? Aber wobei, wir müssten das ja vielleicht nur als Einbahnstraße markieren dann. Aber naja, da ist drum. Wir haben immer noch kein Essen da. Wo ist das Essen? Kommt das von der Grenze, weil wir wieder nichts gelagert haben? Wir haben wirklich wenig gelagert. Aber es sind genug Leute jetzt tatsächlich am Start. Also das ist okay für mich. Hier wird auch noch abgetankt. Ah, guck mal, er will Dünger haben. Er will kein Biomüll, er will konkret Dünger haben in der Absetzung. Wait a second. Moment, Moment. Er hat Dünger. Er hat auch Dünger. Jetzt müssten die aber alle losrumpeln, ne? Und dem ordentlich Dünger bringen. Und damit das mal hier ein bisschen leer wird, weißt du? Ach, wunderschön, wie ihr das macht. Ich liebe euch. So. Okay. Wie schaut's mit dem Essen aus? Essen wurde geliefert gerade, schöne Sache. Bisschen Klamotte auch noch da, schön, schön, schön. Ja, wichtig. Was planst du in dem Bereich, wo du gerade räumst? Hier soll ein richtiges Einkaufszentrum entstehen. Also ein richtiges in dessen Form, dass ich sage, wenn wir hier ein Einkaufszentrum bauen, dann mit so viel Bevölkerungsoption, dass wir uns nicht mehr damit abkarpfen müssen, dass die ständig volllaufen. Ne? Das war ja bisher das Problem. Hier haben wir ein bisschen mehr Kapazitäten drin. Das ist eine sehr vernünftige Geschichte. So viele Leute brauchen wir hier aber auch gar nicht. Die haben gar nicht so den Riesenandrang. Ich denke, mit der Bevölkerung müssen wir mal gucken, wie das dann aussieht. Aber es scheint besser zu werden gerade. Jetzt gucken wir mal, wenn die sich so auf Optimalstand, also wenn die so um die 100, über 100 kommen, dann scheint's. Ah, jetzt ist Schlange, müssen wir ein bisschen erhöhen. Ja gut, es sind nur noch 19 da. Wir gehen mal mit 30 rein. Es dauert immer eine Sekunde, bis das dann läuft. Jetzt aus irgendeinem Grund kommen die immer so schwungweise. Phil, wunderhübschen guten Abend, hi! Ja, jetzt hält es wieder ohne weiteres, ne? Aber wir haben uns 15 Verkäufer auf jeden Fall gespart. Feuer wurde gelöscht, schön. Ja, ein bisschen... Ja gut, wenn die mal eine Sekunde warten müssen, ist okay, ne? Überwiegend läuft es ja gut. Ja, jetzt läuft es butterweich. Lassen wir mal so. Wie schaut es hier vorne aus? Die sind gut im Saft, du. Das klappt. So. Für die Zubringerstraße, ja. Wir planen ja hier schon eine Option. Ich habe ja nicht ohne Grund angefangen, hier alles nach und nach zu asphaltieren, was da ist, ne? Hier können wir auch langsam mal, aber sicher mal eine Asphaltdecke überlegen. Natürlich... Schauen wir mal, das müssten die auch relativ schnell machen. Und das Ding hat jetzt gerade gar keinen Treibstoff. Da wäre jetzt so eine Asphaltierung auch eine Option. Weil wir jetzt schon so nach und nach von der Grenze kaufen. Ja. Boah, da sind so viele Kaputtfahrzeuge dabei einfach. Ich brauche dringend einen Mechaniker. Wie schaut es da aus? Mittlerweile mehr verfügbar.
Wer übernimmt denn was? Beladen, klein mit Stahl. Zollhaus entladen. Bei Überlast, ja, bei Überdruck. Und er kümmert sich aber um den, um die Werkstätten, oder? Wasserhügel, Stofffabrik, Aufbereitung, Werkstätten, ja, genau. Und auf was wartet er beim Müllberg? Ist das das? Das ist das, ja. Bei 10% verteilt er. Also wenn wir 10%, wir haben erst ein bisschen, wir haben quasi einen Rückstau für die Baustellen. Und alles, was über 10% ist, wird dann an die Werkstätten abverteilt. Dann können die endlich die Reparaturen durchführen. Ganz wichtige Sache. Schauen wir mal, aber die werden jetzt hier oben Baller sein, oder? Nee. Okay. Ja, kriegen wir schon noch hin. Sind genug Leute da. Das nähert sich auch den 8% schon. Also das geht gleich in die Verteilung, damit die Fahrzeuge mal repariert werden können. Wichtig, ganz, ganz wichtig. So, wie schaut's hier aus? Hier könnten wir jetzt mal ein Fahrzeug mehr nachkaufen. Fangen wir mit einem, fangen wir mit unseren Baustellenfahrzeugen an. Hier haben wir einen wundersamen Kipper, der hier tatsächlich langsam die Grätsche gemacht hat. Dann kommt er in die Verschrottung rein. Und wir kaufen hier einen Kipper nach. Zeige alles, bitte mit Kipper. Ich wollte ihn gelb kaufen, ne? Hier haben wir irgendwo einen Stau. Dem fehlt eine Tanke, oder was? Er ist leer. Ist da ein Fahrzeug auf dem Weg? Nee. Why? Wird der nicht über den Hauptverteiler hier unten beliefert? Warte mal, hat der Spritverteiler 1 noch Kapazität? Ja, tatsächlich, den können wir nochmal geben. Lass mal gucken. Ja, soll er mal machen. Das müssten die auch eigentlich ziemlich sofort umsetzen, wenn ich mich hier richtig entsinne. Ja, ja, fährt sofort einer los. Sehr gut. Warum auch immer das gestockt hat. Ja, unser Kreisverkehr hier ist eigentlich tatsächlich gar nicht mal so schlecht unterwegs. Also das scheint sich hier tatsächlich halbwegs zu entspannen. Wie schaut es hier aus? 9,6%. Gleich geht es in die Werkstätten rein. Sehr schön. So, unser neues Produktivwerk hier unten, das ist noch gar nicht in Arbeit, aber das wird schon noch. Eins nach dem anderen. Zweite Verschrottung. Wenn wir die erste schon nicht an nicht outmaxen können, weil wir zu wenig Schrott haben oder zu wenig Personal, das wird nichts bringen. Ich denke, wenn wir über eine zweite Verschrottung nachdenken müssen, dann stimmt irgendwas anderes nicht. Im Augenblick ist es so, dass es tatsächlich, dass wir wahnsinnig viele Fahrzeuge haben, die einfach mal in die Werkstatt müssten. Jetzt schauen wir mal, wie es ist, ne? Also Moment, wir haben auch sehr viele Fahrzeuge, weil wir schon sehr lange ein kleines Stahlproblemchen hier haben, ne? Und jetzt kommt natürlich er und sammelt halt 20 Tonnen auf, ne? Für die Ölraffinerie, die saniert wird. Och komm, really? Es wird gerade wieder saniert, wie blöd. Ja, ich hab das schon eingebremst mit dem Ausbau von den Wasserrohren hier oben. Ne? Also hier sollte jetzt gar nicht mal mehr so schlimm viel passieren. Noch mal ganz kurz schauen. Ich muss hier noch mal Teile auch noch mal nachbessern. Der Bau wurde unterbrochen. Ja, die sind so lang, dass sie in Teile aufgeteilt worden sind. Ich muss noch weiter unterbrechen, weil die brauchen ja auch 39 Tonnen und so Zeugs. Also die brauchen unglaubliche Mengen an Material, um gebaut zu werden. Das können wir natürlich auch einfach vergessen, ne? Also das können wir einfach knicken gerade. In der jetzigen Situation ist das too much, was wir hier brauchen. Wie ist hier? 3, irgendwas Tonnen, damit kann ich sogar noch leben. Wir müssen halt hier ein bisschen die Leitungen unterbrechen. Die müssen wir langsamer bauen. Stück für Stück vielleicht. So. Das letzte ist gerade wieder eingeschaltet. Nee. Oder hier das, meinst du? Vielleicht? Ja, du hast recht. Jo. Ja, ja, ja. Okay. So. Danke euch. Vielen Dank.
Das ist auch ausgesetzt. Wie schaut's hier aus?